Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Forge Programmieren. Heute werden wir unsere eigene Rüstung erstellen. So, nach diesem kurzen Intro, was mir netterweise Darkcraft ID gemacht hat, was ich habe ihn halt auch schon im Kanalbild oben verlinkt, hab auch schon meinen Banner in dieses dann geändert. Ich werde zwar noch auf das von XNEXEZ warten. Dein Name ist sehr kompliziert. Da werde ich nämlich das Banner dann wahrscheinlich nehmen, weil es ist halt nicht für einen Banner gedacht. Es ist eigentlich nur ein Intro. Aber ich fand es schon besser als das alte Banner, deswegen. So, ich nehme heute am 7.8. auf. Ich habe gesagt, dass das Video gestern kommt. Ich hatte da auch schon was aufgenommen, aber irgendwie hat YouTube da nicht so ganz mitgespielt und ich hatte es eigentlich schon vorgestern, wollte ich es schon rausbringen. Es hat aber auch nicht geklappt und YouTube und deswegen nehme ich es jetzt einfach nochmal neu auf und versuche so etwas Zeit zu sparen, weil irgendwie meine Upload-Geschwindigkeit ist irgendwie durch YouTube, keine Ahnung. Immer wenn die halt irgendwie was verändern oder so, dann kriege ich halt Probleme, wie ich sehe die Kommentare nicht mehr, ich kriege keine E-Mail, wenn mir jemand einen Kommentar geschrieben hat oder halt sowas. Und ja, es war doof, aber die Neuerungen bei YouTube sind echt cool. So, jetzt aber nicht mehr dazu. Wir werden heute unsere eigene Rüstung erstellen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Material, denn das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe hier schon ein paar Punkte erstellt, also ihr seht ja jetzt hier schon zum Beispiel Arme und so weiter und so fort, da werden wir jetzt gleich was drunter schreiben. In dieser Folge werde ich etwas ausprobieren, denn ich werde manche Sachen einfach nur kopieren und einfügen. Bedeutet, wenn er jetzt hier, wie zum Beispiel bei den Creative Tabs steht, ich habe das nämlich alle schon mal im anderen ForgeModding-Ordner gemacht, und dann schreibe ich halt das erste auf zum Beispiel und kopiere dann die restlichen drei da rein. So, jetzt das mal als Beispiel und das mache ich halt einfach, damit ich heute etwas Zeit spare. Und vielleicht wird das dann halt auch für später dann, dass wir es immer weiter so machen. Das liegt dann halt ganz bei euch, wie ihr es besser findet, wenn ich das Ganze halt abtippe oder halt reinkopiere. So, das reicht jetzt aber auch erstmal. Zuerst mal erstellen wir das Tool Material, sondern Armor Material in diesem Fall. Armor Material Test nennen wir das. Dann jetzt hier gleich Enum Helper. Gott, Helper, meine Güte. So, der Enum Helper, ich gucke manche Begriffe einfach schon mal so nach, weil ich wollte schon vor meinem Urlaub, letzte Woche war ich in Urlaub, habe ich ganz vergessen zu sagen, da wollte ich eigentlich schon dieses Video rausgebracht haben. Nur da war ich mit dem Erklärungen nicht so ganz, ne? Da wurde ich nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass die Erklärungen halt doof waren oder eher gesagt nicht da waren. Und deswegen versuche ich das jetzt hier etwas besser zu regeln. Der Enum Helper ist halt sowas, der ist nicht hier nur in Minecraft drin, der ist generell in Java, der ist auch in C Sharp drin und in C. Und der erstellt halt so eine Liste aus diesen Werten dann halt. Und ich würde sagen, wir drücken jetzt erstmal strg space, dann müssten wir noch einen Punkt machen, damit wir strg space drücken können, dann ploppt hier nämlich schon so ein Feld auf und da werden wir add armor material machen, da sehen wir nämlich schon, was das alles bedeutet und dieser Enum Helper ist dann halt hier für diese Liste eben, damit der die, glaube ich, verwaltet, also ne, die Werte dann halt eventuell austauscht, wenn wir die halt hier ändern. So, wie wir das nennen, da machen wir dann hier Test einfach, weil das Material heißt dann hier eigentlich Test, so grundlegend, ne? Aber dadurch, dass es halt ein Tool Material ist und das hier ein Armor Material sind, das zwei unterschiedliche Sachen, deswegen können wir das beides Test taufen. So, dann, wie viel das aushält, machen wir 50 einfach mal. Und hier kommt jetzt noch so eine, was heißt kleine Änderung, aber hier müssen wir das kurz ändern. Und zwar machen wir jetzt hier New Int. Dann eckige Klammern und dann einfach Freizeichen. So, dann machen wir das hier weg. Dann kommen hier geschweifte Klammern rein. So, und da rein tragen wir jetzt die Werte ein. So, zuerst kommt der Helm, danach die Chestplate, danach die Hose, danach die Schuhe. Bedeutet, wenn wir jetzt beim Helm eine 3 eintragen, kriegen wir 3 halbe Rüstungspunkte, wenn wir den anziehen. Ihr kennt das Ganze ja, da sind dann, ich glaube,
10 Rüstungen und die werden halt auch manchmal nur halb voll gemacht und 3 halb volle Rüstungen werden dann da halt aufgefüllt. Bedeutet, eineinhalb werden dann, ne, eineinhalb Rüstung hat man dann dadurch. So, viel um diese schwierige Sache zu erklären. Dann 5 für die Chestplate, dann machen wir da noch eine 4 für die Leggings und dann würde ich sagen 2 für die Schuhe. So, das letzte, Enchantability, das ist ja genauso wie hier beim Tool Material. Da werden wir einfach auch 50 machen, halt einfach die Wahrscheinlichkeit, etwas Gutes halt zu kriegen, wenn man das verzaubert. So, das Tool Material haben wir jetzt schon mal erstellt. Jetzt müssen wir das genauso wie hier bei den Cyber Ignit und Bronze Ignit, was ich da gemacht habe, genauso mit dem Chess, also mit den Rüstungen machen. Und das machen wir, indem wir erstmal da zurückgehen. Zack, so. Public Static Item Test Helmet, weil eigentlich erstellen wir halt nur ein Item und sagen dem dann, dass es halt eine Rüstung sein soll oder eher gesagt der Helm. Test Helmet ID gleich 702. Wir gehen da einfach mal mit der ID weiter und das Ganze dann halt für die Leggings, für die Chestplate und halt dann entsprechend auch noch für die Schuhe. So, da ich das Ganze aber wie gesagt schon dem anderen gemacht habe und das jetzt nicht alles abschreiben, was heißt will, aber stört halt ne, zeitaufwendig, fügen wir das hier einfach ein und tauschen die IDs mal schnell aus. Da habe ich nämlich eine ID weniger. Und ja, so, damit hätten wir das schon mal. Jetzt aber genau wie gesagt hier bei diesem Item, weil wir halt nur ein Item eigentlich erstellen. Oder eher gesagt, ich glaube, das bessere Beispiel ist das mit den Tools. Nämlich, wir müssen ja auch noch, was für ein Material es haben soll, eintragen. Bedeutet, wir schreiben jetzt hier rein: Test Helmet gleich New Test Helmet. Dann kommt da nämlich jetzt das Tool Material, aber da kommt nämlich dann noch so eine kleine Neuerung zum, nicht so wie beim Werkzeug sozusagen. Erstmal hier Enum, oh Gott, Enum. Was heißt Tool? Armor Material Test. So, dann kommt nämlich jetzt hier ein Komma hin und dann kommt hier jetzt die Zahl 5 und dahinter die Zahl 0. So, die Zahl 5, das kennen wir noch aus dem alten MCP-Modding. Das war nämlich so, es gibt 5 Rüstungen. Die erste, 0 ist Leder, dann die zweite, 1 ist dann Chain. Die dritte ist dann, glaube ich, Gold. Das ist ne, dann die Nummer 2. Und dann die vierte. Also die Goldrüstung ist die Nummer 3, so gesagt. Und dann die fünfte, die Diamantrüstung, ist dann nämlich die Nummer 4. So, ich bin gerade etwas. Ja, egal. Und die 0, was die zu bedeuten hat, der Helm und die Leggings und so weiter und so fort sind durchnummeriert. Der Helm hat die Zahl 0. Dann kommt die Chestplate mit der Zahl 1, dann die Leggings mit der Zahl 2 und dann halt die Boots mit der Zahl 3. Und hiermit sagen wir einfach nur, dass der Helm halt wirklich der Helm ist und nicht die Schuhe. So, dann kommt jetzt hier Set Unlocalized Name Test Helmet Punkt. Oh Gott. Punkt Set Creative Tab. Kleiner Augenblick, ich werde gerade gerufen. So, Set Creative Tab. Ich habe nämlich jetzt auch ein neues Creative Tab erstellt, aber das wissen wir ja, wie es geht, nämlich das Tab Mod Armor. So, Semikolon. Ach, keine 7. Und das Ganze, er sagt halt jetzt hier noch Test Helmet, da ist keine Klasse. Da habe ich aber was falsch gemacht, denn wir brauchen nicht Test Helmet, sondern Test Armor. So, denn wir erstellen eine Klasse für die ganze Rüstung und nicht nur für jeden einzelnen, ne, für den Helm und so weiter. Das wäre viel zu aufwendig. Deswegen haben wir das jetzt so gemacht. Und dann haben wir halt das noch für die ganzen anderen. Das füge ich mal hier unten rein. Und halt Test Armor, immer genau dasselbe. Kennt man aus dem MCP-Modding. Wenn ich es nicht kenne, ist es nicht wirklich schlimm. Oh, ich habe hier jetzt zack. Nein,
Zack und zack, da hatte ich wahrscheinlich irgendwie einen Rechtschreibfehler oder wegen den Großschreibungen. So, wir sehen uns jetzt gleich wieder. Ich muss mal kurz essen gehen. Und da sind wir auch schon wieder. Ich habe gerade mal kurz was gegessen. So, wir werden es direkt weitermachen. Um unsere eigene Rüstung zu erstellen, gehen wir jetzt hier noch schnell in die Game Registry. Und zwar tippen wir das einfach genauso wie oben einfach ab. Und dann halt nur hier Test Helmet, Komma Test Helmet. Und das sind halt dann auch für die Chestplate, die Leggings und die Schuhe halt. Das werde ich aber wieder rauskopieren. Denn wir haben heute, also ich will es ja kurz fassen und mal gucken, wie ihr es dann so findet, ob man das halt dann auch wirklich so machen kann. Na. So, damit hätten wir das schon mal geschafft. Speichern das Ganze mal ab und müssen jetzt natürlich hier noch diese Test-Armor-Class erstellen. Das machen wir hier oben bei unserer Item-Package und da werden wir neue Klasse erstellen mit dem Namen Test-Armor. Ganz einfach. So, erstmal hier wieder die ganzen taktischen Fehler. So, was wir zuerst mal machen müssen, wir müssen natürlich jetzt hier erstmal wieder Extends Item Armor. Was Extends angeht, da hatte ich glaube ich mal was Falsches gesagt. Erstmal hier importen. Denn Extends bedeutet so, ja, jetzt fehlt noch hier ein, egal, einen Konstruktor. Extends ist halt so, wir sagen dem dieser Testarmor jetzt hier, dass der halt alles, was in dieser Item Armor, also es gibt eine Class Item Armor und da stehen halt alle Daten über die Rüstung halt so drin. Und da sagen wir halt, dass all diese Daten halt in unsere Klasse reingefügt werden soll, ohne halt wirklich, ne, das alles wieder abzutippen müssen. Dafür ist halt dieser Befehl Extends da. Und in diesem Fall benötigen wir dann noch einen Konstruktor. Das wäre dann hier, nämlich Public Test Armor. Dann Armor Material, Komma Armor Material. Was wir damit jetzt sagen mit dem Konstruktor, da sagen wir halt einfach nur noch, welche Daten da geändert werden sollen. Ich schreibe das gerade erstmal kurz zu Ende, deswegen. Wobei, hier kommt kein Komma hin. Zack, dann kommt jetzt hier Komma Render Index. Davor kommt aber noch ein End. Tut mir leid, ich bin gerade die Zeilen etwas verrutscht. Render Index, Komma Int Armor Type. So, dann kommt jetzt hier. Zack, zack. So, Test Armor, Armor Material, Armor, ja, bla 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 bla. So, dann müssen wir nämlich jetzt hier, super, und dann halt die Variablen, die wir hier oben erstellt haben. Hier haben wir ja einmal hier das Armor Material, haben wir dann halt einfach nur hier klein geschrieben, also damit wir halt, ja, einfach so als Variable, also, ne, damit der weiß, dass das Armor Material da verändert wird, dann hier Int, der Render-Index wird dann hier verändert und hier Int Armor Typ ist dann, da denke ich, dass das halt hier diese 5 bedeutet. Dass das halt wirklich der Rüstungstyp dann unterschiedlich ist und nicht wie bei der 4 oder. Ja, genau. So, gehen wir da erstmal wieder rein. Und dann müssen wir halt hier die Variablen, die wir hier oben eingetragen haben, einfach nur noch hier unten eintragen. Dann ein Komma dazwischen, dann kommt hier der Render-Index, Komma und der Armor-Type, zack, und dann hier ein Semikolon und damit hätten wir den Konstruktor fertig. Jo, jetzt fehlen hier aber noch ein paar Sachen. Hier fehlt nämlich noch was darüber. Und zwar brauchen wir hier Public, nee, nicht Public, sondern Private String. Zack, zack. Armor Types gleich New String. Dann hier zack, zack. Dann halt hier Test Helmet. Und dann jetzt hier Komma Test Chestplate. Komma Test Leggings. Komma, ah ne, da kein Komma, sondern da Komma.
Und dann hier noch letztendlich Test Boots. Machen wir noch die geschweifte Klammer zu und das Semikolon dahinter. Was hier jetzt falsch ist. Das werden wir gleich gucken. Erstmal machen wir nämlich schnell weiter. So, was wir in diesem Video nicht machen werden, ist den Layer. Das heißt, wenn wir die Rüstung anziehen, wird keine Rüstung um uns erscheinen. Bedeutet also, wir haben sozusagen keine Rüstung an. Man sieht unser Mannequin noch und ist von nichts umgeben. Was wir aber machen werden, wir werden dann eine Textur hinzufügen. Das heißt, wenn man es in der Hand hält, dann sieht man die Textur. Und wenn man es halt im Inventar hat, sieht man halt dieses Icon da. Und das machen wir, indem wir hier. Oh Gott, das ist ja natürlich. So. At overwrite, dann ja public, nein, oh Gott, void register icons. Damit sagen wir halt, wie gesagt, wie das Ganze aussehen soll. Icon register, da fügen wir dann die Variable ein, dass wir nicht immer icon register eintragen müssen. Und dann hier geschweifte Klammer und dann jetzt hier if. This gleich gleich Test Mod Punkt Test Helmet. So wird direkt automatisch hinzugefügt. Dann gehen wir da drunter und dann ist hier This Punkt Item Icon gleich Rec unsere Variable für iIcon Register Punkt Register Icon und dann jetzt hier Test Mod Doppelpunkt Test Helmet. So, das hier ist jetzt die Dingens, die Beschreibung für die Textur. Die haben wir nämlich hier oben schon. Hier bei Texture Items habe ich die schon eingefügt. Halt hier, ne? Test Boots, Test Chestplate, Test Helmet und Test Leggings. Und mit diesem Test Mod, das habe ich jetzt schon öfters erklärt, das ist halt euer Modname. Und die Texturen werden dann halt unter diesem Verzeichnis auch teilweise abgespeichert. Ich weiß nicht, kann ich das gerade mal kurz nachgucken? Genau hier Fahrt. Ja, genau hier. Ihr seht ja hier Assets, Test Mod, Texture Items. Und ja, ne, deswegen das Test Mod muss da halt rein, weil das ist einmal euer Modname und der wird dann da halt reingemacht. So, dann kommt hier Semikolon. Und dann machen wir dasselbe noch mit der Chestplate und mit den ganzen anderen Spielesel. Das werde ich hier jetzt einfach mal so einfügen, denn das ist wie gesagt einfach nur Abgetippe. So, was wir jetzt noch machen müssen, das ist schon so ein bisschen. Overwrite. So, das habe ich falsch geschrieben. Das ist nämlich schon ein bisschen in Richtung Tränke. Das kommt nämlich auch erst in einem späteren Teil, aber das machen wir jetzt schon mal. Dafür brauchen wir nämlich wieder. Overwrite, so, dann kommt hier public void on armor tick, dann fügen wir hier halt wieder die entsprechenden Variablen ein für world, dann einfach nur world, dann für den entity player sagen wir dann die Variable also die Variable dann player und dann für item Stack, die Variable Stack, damit wir das halt alles nicht einfach immer wieder so voll ausschreiben müssen. So, dann ist hier if player.get current armor, dann zack, 0. Dann kommt hier ein Ausrufezeichen gleich null and player.get Current Armor und dann jetzt hier 1 und dann jetzt hier wieder ein Ausrufezeichen gleich null, hier wieder and und den Rest werde ich dann jetzt so einfügen, denn das ist wieder nur Abgetippe. Jo. Dann haben wir nämlich jetzt hier noch Get Current Armor 2 und dann hier Get Current Armor 3 und dann halt zum Schluss hier. Müssen wir das hier noch wegmachen? Haben wir halt dann hier noch entsprechend A3 und dann zuletzt noch dieses Null. So, das hier werden wir gerade mal nach unten reinfügen. So, perfekt. Und was da jetzt reinkommt, das ist auch wieder nur Abschreiberei. Wir tun dann nämlich jetzt Item Stack Boot gleich Player.get
Current Armor. 3. Zack. Semikolon. Und dann halt immer so weiter. Einmal müssen wir hier noch was importen. Item Stack und World. Und dann, ja, die anderen Sachen genauso, nur halt mit den unterschiedlichen IDs. Ich habe jetzt hier mit den Schuhen angefangen, aber das ist jetzt auch relativ egal. Hier, Helmet hat 0 und 1, 2, 3, halt, jetzt ist es einfach nur rückwärts, ne? Und dann beim nächsten Mal, das war es nämlich jetzt mit dem Video, das ist wirklich etwas kürzer als das andere geworden. Das andere war nämlich 30 Minuten lang. Erstmal alles abspeichern, gucken, ob hier noch Fehler drin sind. Hier scheint noch ein Fehler drin zu sein, genau. So, ich habe hier noch etwas vergessen, denn da müssen noch eckige Klammern hin. Und dann hat er das alles schon. Speichern wir mal kurz, keine Fehler mehr. Wir gehen jetzt noch schnell ins Spiel rein. Ich glaube, das Video wird jetzt, glaube ich, so 23 Minuten, wobei ich vielleicht auch was rausschneiden muss. Egal. Gestern war, also was heißt gestern, aber das erste Mal, als ich aufgenommen habe, war ich auch erstmal voll aus der Puste, weil ich halt so lange nicht mehr so viel geredet hatte. Und nun gut. So, ihr seht schon, ich habe hier die Rüstung und wir werden jetzt mal kurz gucken, was wie viel dann halt wirklich hat. Der Helm hatte ja 3 halbe Rüstungspunkte, seht ihr hier, hat er uns auch gegeben. Die Chestplate hatte 5, hat es jetzt auch gegeben, ne? Hier 1, 2, 3, 4, 5, also 3,5, 2,5 natürlich. Und dann hier die 4 halbe Rüstungspunkte und dann die Schuhe 2 halbe Rüstungspunkte. Hat alles funktioniert, nur ihr seht halt jetzt hier noch, wir haben hier nichts, also wir sehen nicht irgendwie anders aus, als hätten wir die Dia-Rüstung an, auch wenn wir jetzt den Dia-Helm aufziehen, sehen wir es. Oh, wir sehen es sogar. Die Hose sehen wir nicht. Okay, was da drüber liegt, dann sieht man das halt nicht mehr, wenn wir jetzt zum Beispiel den Helm hier auftragen, die Chestplate runternehmen und... Ja, genau. Ihr werdet es sicher verstanden haben. Ich zeige es noch schnell hier. Ihr seht jetzt hier, wenn wir die Rüstung anhaben, zack, 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 dann seht ihr einfach hier diese komische Fehlermeldung, could render entity, und das werden wir halt nächstes Mal noch machen. Und dann, ich glaube, die dritte Folge von diesem Armor-Tutorial wird dann sein, wie wir unsere Rüstung eigens modellieren. So, das war's jetzt aber auch erstmal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Willkommen wieder auf der Endcard und hier habt ihr wieder ein paar kleine Links zum Anklicken. Immer noch kein weiteres Gameplay, das wird aber hoffentlich, wirklich hoffentlich bald kommen. Wir sind immer noch nicht dazu gekommen. Ja, ich wüsste jetzt eigentlich nicht, was ich hier noch sagen wollte. Ich bin jetzt aus dem Urlaub zurück, konnte deswegen nicht schreiben. YouTube hatte davor noch ein paar Probleme, weswegen die Kommentare nicht angezeigt wurden, jedenfalls mir nicht. Deswegen tut mir leid, aber konnte ich halt nichts machen. Und ja, das war's jetzt auch von mir. Ich bin jetzt gleich weg und haut rein und ciao.